So. Immer noch auf der Nachsuche nach dem Wapiti. Jetzt werden wir hier etwas rechts halten mal. Hier Augen offen vor allem. Links scheint er nicht rüber gewechselt zu sein. Ich habe keine Anzeichen gefunden. Das ist natürlich eine sehr kritische Phase, die wir haben. Wo ist die nächste Spur? Das ist ja nicht. So, okay. Eine sehr kritische Phase, doch. Kann man so beschreiben. Hier ist ein Weißwedler rein. Der uns aber jetzt nicht allzu viel nützt. Jetzt gucken, ob ich hier drin eine Spur entdecke. Okay. Nischt. Nischt. Scheiß, die wandern. Okay. Weiblich, männlicher Weißwildhirsch. Jetzt noch mal hier hoch gucken. Hier noch ein Pferdenbild haben, aber sieht leider nicht so aus. Ich habe die Befürchtung, dass wir ihn verloren haben. Die Befürchtung habe ich. Okay. Denke mal, wir werden die Suche abbrechen. Das ist jetzt aber die einzige Chance, den Verletzten noch mal irgendwie zu Gesicht zu bekommen oder überhaupt noch mal eine Spur zu kriegen, also oder ihn zu finden wenigstens. Aber sieht schlecht aus. Denken wir noch in die Richtung ein bisschen weiter schlendern. Und vor allem verzweifeln. Oh, da tut sich die Spur auf. Okay, wir gehen langsam ran. Wir haben noch mal eine Spur. Wollte ich mich jetzt verarschen? Die sind jetzt hier. Okay, wartet. Okay, wir haben noch eine Spur. Gut, ich denke mal, ich werde auch folgen. Ich werde jetzt hier hoch ziehen, so wie es mir der Pfeil vorgibt. Ich wusste es doch, dass die nicht gewechselt sind darüber. Ich wusste es. Ich denke aber mal, weil wir müssen den Fangschuss noch antragen. Wenn wir, also er wird noch nicht tot sein. Es ist vor allem wichtig, dass wir gleich eine Spur danach finden würden. Aber es ist eh immer in dem Dickicht immer also eine Sache, ne? Hier nur eine Spur zu finden. Geschweige denn noch einen Fangschuss anzutragen, wenn wir den ihn sehen. Scheint wieder eine andere zu sein. Wir müssen ja irgendwo in der Nähe ziehend sein. Ich weiß noch nicht wo. Genau das ist mein Problem. Vielleicht haben wir noch mal Glück. Und hier in der Nähe antwortet einer, den wir hören. Genau, ich glaube, ich will gleich umkehren nochmal.
sind ja nicht lang. Nope. Nochmal ein Kampfstück. Wo seid ihr? Da unten war die Spur. Hier unten. Und jetzt werden wir, denke ich mal, so nach hier mal laufen, weil da denke ich, haben wir mehr Glück. Wir sind ja hier nicht hoch wieder gezogen, das wäre doch Schwachsinn. Aber dass wir noch nicht mal gesehen haben, ne? Nachsuche kann schon ganz schön belastend sein. Und ich sehe eigentlich schwarz, dass wir ihn finden. Muss ich so sagen, wie es ist. Der schweißt viel zu wenig. Viel zu wenig. Denke mal, wir werden jetzt die Suche auch abbrechen, das ist. Die Suche auch abbrechen, ich denke mal, das ist dann doch sehr sinnlos. Haben jetzt nur noch eine Spur gefunden und ja. Und deswegen denke ich mal, wir sollten doch jetzt die Aufnahme doch dann, also die Nachsuche abbrechen. Tja, aber eins will ich noch machen. Wenn ich es nochmal da hoch ein bis der Faden sich verläuft. Okay, wir haben jetzt hier keine Spur weiter gefunden. Ja, was machen wir hier mal vor? Was kann man jetzt? Es gibt jetzt noch von Möglichkeiten, den noch zu finden. Also, wenn man jetzt so ein auf Pech darauf ist, einen Wirt zu finden, könnte man theoretisch noch mal bis zum Anfangspunkt zurück und auch von da komplett neu nochmal die Spur ausarbeiten. Das habe ich einmal gemacht. Da war ich dann nach 5 Stunden, hatte ich das Vieh dann gefunden, zwar, aber noch bald eingeschlafen vom Rechner und tja, ich würde sagen, ich mache jetzt noch ein paar und dann beenden wir das hier noch. Ja, also ich warte jetzt noch bis dann 43 ist, dann bin ich 3 Stunden am Aufnehmen und ich denke mal, das reicht dann erstmal für die Woche vorproduziert. Ja. So, ich werde zwar noch mal lang gehen, aber ich habe wenig Hoffnung, dass wir noch mal eine Spur finden. Dass wir überhaupt noch irgendwas finden, aber gut. Kann auch sein, dass er mittlerweile schon tot ist und irgendwo liegt. Aber ich habe leider keine Anhaltspunkte mehr von der Spur. Weder Schweiß noch. Das war jetzt einzige, das Ausgeschiedene, was wir als Anhaltspunkt haben. Und es zeigt uns ja den Weg nach unten, aber ich sehe keine Spuren mehr. Nein.
Leider nicht. Oh, doch, da ist er. Gibt's ja nicht. Man sollte vielleicht sich nicht so leicht aufgeben, okay. Jetzt nochmal Spannung drinne. Begrüße ich dann im nächsten Part auf der Nachsuche weiterhin.